Jo Freunde, ich bin wieder da. Ich war ja jetzt die letzten 4 Tage auf einem Festival. Deswegen vielen Dank an Jessie, dass sie für mich hier die Vertretung übernommen hat. Und ohne jetzt noch groß rumzulabern, kommen wir direkt mal zum heutigen Fortnite-Shop. Im heutigen Shop gibt es als erstes die Splitterbruch-Lackierung. Dazu gibt es dann auch den Arcana-Gleiter und natürlich auch den Traumskin. Oh, der ist aber maximal verbuggt hier. Okay, jetzt geht er. Genau, mit seinen coolen Schmetterlingsflügeln, die feiere ich sehr. Dann gibt es heute einen neuen Style für die Schattenagentin, den wir jetzt natürlich hier nicht sehen. Muss ich euch mal ganz kurz hier im Spin zeigen. Und zwar wurde der einfach heute hinzugefügt. Und alle Leute, die den Skin hier auch schon gekauft haben, die bekommen diesen Style auch kostenlos freigeschaltet. So schaut er aus, der neue Style. Außerdem hat der Skin auch noch einen neuen Backpack bekommen. Und zwar diesen hier. Und ich glaube, der hat auch 2 Styles. Genau, einmal schwarz und einmal weiß. Finde ich auf jeden Fall gut, dass sie das gemacht haben, weil bisher war der Skin für 15 Euro und dann nicht mal ein Backpack, halt einfach verdammt teuer. Als nächstes haben wir dann in den Luminos auch noch ein relativ neuer Skin und dazu natürlich die passende Astralaxt. Die schaut auch ziemlich mächtig aus. Kommen wir dann schon zur rechten Seite. Wie immer, lasst natürlich auch gerne einen Daumen nach oben da. Fangen wir an und zwar mit dem Getarngleiter. Finde ich persönlich jetzt nicht so krass. Dann die Geistspitzhacke. Diesen Sound, dann der Munitionsmajor, der auch nicht lädt. Alter, was ist heute los? So, jetzt sehen wir ihn. Der Munitionsmajor, schön preiswerter Skin. Als nächstes dann den Noir-Skin, glaube ich, spricht man das aus. Dieser Detektiv. Oh mein Gott, ich bin so heiser. Auf jeden Fall habe ich dann noch den Schuhplattler. Direkt auch hier schon mit dem neuen Skin. Was ein Emote. Und als ist es dann noch am Wasser gebaut. Das ist perfekt, um Gegner auszulachen, wenn die so getryhardet haben und ihr sie trotzdem besiegt. Dann kann man diesen Emote perfekt benutzen. Also für 200 V-Bucks würde ich ihn sehr empfehlen. Jo, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Ich bin jetzt quasi wieder da. Ich habe jetzt wieder Internet. Ich bin noch nicht komplett zu Hause, deswegen noch anderes Mikro, anderes Setup. Es hat ja auch beim Aufnehmen irgendwie erstmal alles nicht funktioniert. Ich hoffe, dass es jetzt klappt. Auf jeden Fall ja trotzdem nochmal danke an Jessie, dass sie hier das die letzten Tage übernommen hat. Hat sie, finde ich, auch richtig gut gemacht. Deswegen, falls ihr noch nicht bei ihr vorbeigeschaut habt, ich packe euch mal ihren Link zu ihrem Kanal unten in die Videobeschreibung rein. Und jo, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.